Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, ich kann mir heute große Lageanalysen sparen. Sie alle haben die Nachrichten der letzten Tage aus Nordsyrien verfolgt. Die Abzugsankündigung der Vereinigten Staaten, der türkische Militäreinsatz in seine humanitären Folgen, die Verständigung zwischen den USA und der Türkei auf eine Waffenruhe, der begonnene Rückzug der kurdischen Kräfte, das Vorrücken der Truppen des Regimes und schließlich vorgestern das Treffen von Präsident Erdogan und Präsident Putin in Sotschi, bei dem die jeweiligen Einflusszonen dann abgesteckt worden sind. Und natürlich, wir können nicht zufrieden sein, wenn diese Akteure einseitig Fakten schaffen. Und natürlich muss die internationale Staatengemeinschaft dazu eine Haltung einnehmen und Antworten liefern. Und bei aller Diskussion innerhalb der Bundesregierung über die Frage, ob eine Schutzzone eine Antwort sein kann, entscheidend ist im Ergebnis, worauf wir uns mit unseren internationalen Partnern in dieser Situation verständigen können. Darüber ist und darüber wird jetzt geredet, und davon wird abhängig sein, welche Pläne wir weiterverfolgen und welche nicht. Was wir jetzt aber auf jeden Fall unterstützen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar noch intensiver, als das bisher schon der Fall gewesen ist, ist der politische Prozess unter der Führung der Vereinten Nationen. Und das gerät in der aktuellen Debatte etwas in den Hintergrund. Das ist das, was seit Jahren und Monaten auch wir zusammen mit unseren internationalen Partnern gemacht haben, etwa indem wir das Büro der syrischen Opposition in Genf mit viel Geld unterstützt haben und damit auch die Verhandlungen, die jetzt geführt werden, erst möglich geworden sind. Wir unterstützen den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Patterson, politisch, finanziell und logistisch, weil wir davon überzeugt sind, dass seine Vorschläge und sein Weg, den er jetzt auch noch einmal beschrieben hat, der richtige ist und nur mit diesem Weg eine politische Lösung möglich ist und nur eine politische Lösung dauerhaft Frieden in Syrien schafft. Und mit der Einigung, der lang ersehnten Einigung auf die Einberufung eines Verfassungskomitees, in dem unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen aus ganz Syrien vertreten sind, haben wir endlich einen Schritt erreicht, der uns die Möglichkeit gibt, diesen politischen Prozess zu eröffnen. Und die erste Sitzung dieses Verfassungskomitees, die soll bereits in wenigen Tagen stattfinden. Und wenn das der Fall ist, wenn alle Beteiligten endlich an einem Tisch sitzen, dann ist das nichts anderes als die Eröffnung eines wirklichen politischen Prozesses zur Lösung des Syrien-Konfliktes. Meine Damen und Herren, ein herber Rückschlag ist allerdings ganz sicherlich die türkische Militäroperation im Wesentlichen gewesen, die in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Und auch das sei hier gesagt in aller Deutlichkeit, ausgelöst wurde sie durch eine Rückzugsankündigung der Vereinigten Staaten, die angekündigt haben, aus dieser Region ihre Soldaten zurückzuziehen. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten Hensel? Gerne. Eine reicht. Ja, danke, Herr Außenminister, für die Fragemöglichkeit. Sie haben ja gerade erwähnt den Verfassungskonvent. Und ich glaube, es ist wirklich die wichtigste politische Initiative im Rahmen der Vereinten Nationen. Und Sie sagten, aus ganz Syrien sind dort auch Gruppen vertreten. Aber das Problem ist, dass die Kurden und Kurdinnen nicht am Tisch sitzen. Meine Frage: Was können Sie dagegen tun? Denn das wäre ja das Wichtigste, dass es genau um die Region, um die es jetzt entscheidend geht, und auch die aufgebaute kurdische Selbstverwaltung, dass das als ein Modell im Rahmen dieses Verfassungskonvents diskutiert wird. Und in welcher Weise setzen Sie sich dafür ein, auch gegen das Veto der Türkei, dass die Kurden und Kurdinnen hier an den Verhandlungstisch kommen? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich setze mich zum Beispiel dadurch dafür ein, dass ich unmittelbar nach der Debatte mit dem Sondergesandten der Vereinten Nationen, Herrn Patterson, telefoniere, um genau diese Frage aufzuwerfen, was nämlich die Ergebnisse der Verhandlungen in Sotschi und was aber auch die Veränderung durch die Militäroffensive der Türkei in Nordostsyrien in dem Zusammenhang bewirkt haben und wie Fragen, die aufgeworfen sind bei über 160.000 Flüchtlingen, wie diese Frage auch im Verfassungskonvent eine Rolle spielen kann. Dass es überhaupt diesen Verfassungskonvent gibt und dass es eine Einigung gibt auf eine Liste von Namen, über die mehrere Monate gestritten worden ist, ist dennoch
ein Erfolg. Und ich würde immer dafür plädieren, dafür, dass die Sitzung, die jetzt am 28. und 29. Oktober stattfinden soll, stattfinden wird, und zwar in der Besetzung, auf die man sich verständigt hat, das Fass nicht noch einmal aufmachen, aber dort auch die Kurdenfrage mit auf den Tisch zu legen. Meine Damen und Herren, und in den letzten Tagen und Wochen ist und gerade in den letzten Tagen einiges von uns zusammen mit unseren internationalen Partnern auf den Weg gebracht worden. Wir haben zum Beispiel zusammen mit den europäischen Partnern in den vergangenen Tagen zwei Dringlichkeitssitzungen des Sicherheitsrates einberufen. Und auch heute befasst sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf unsere Initiative mit der veränderten Lage in Syrien und vor allen Dingen in Nordostsyrien nach Sotschi. Und meine Damen und Herren, auch das will ich in aller Deutlichkeit sagen, das, was der Außenrat der Europäischen Union in der letzten Woche beschlossen hat, nämlich dass es einen EU-weiten Stopp von Waffenlieferungen an die Türkei gibt, ist eine wichtige und richtige Entscheidung gewesen. Es ist jedem unbenommen, darüber zu diskutieren, ob das ausreichend ist oder nicht. Aber ich will Ihnen einmal sagen, auch aus der Kenntnis, dort regelmäßig zu sitzen, so kurz, und zwar unmittelbar nach der türkischen Offensive in Nordostsyrien, die Europäische Union in einer solchen Frage zu einer geschlossenen Haltung zu bringen, halte ich für einen Erfolg, ob Sie das so sehen oder eben nicht. Und meine Damen und Herren, ich will auch sagen, dass der Außenrat, und das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, dass der Außenrat sich in dieser Sitzung auch darauf verständigt hat, weitere Sanktionen in Betracht zu ziehen, wenn es keine dauerhafte Waffenruhe in Nordostsyrien gäbe. Und meine Damen und Herren, um auch das zu sagen, und weil es besser ist, nicht nur über jemanden zu reden, sondern immer besser ist, mit jemandem zu reden, werde ich am Samstag zu Gesprächen nach Ankara reisen und dort unter anderem mit dem türkischen Außenminister darüber sprechen, was unsere Erwartungen sind. Die kann ich hier noch einmal verdeutlichen. Die Waffenruhe muss eingehalten werden und die Zivilbevölkerung geschützt werden. Beim Umgang mit Flüchtlingen muss die Türkei internationales Recht einhalten. Und wir erwarten von der Türkei, wie allen anderen Beteiligten, dass sie gerade jetzt den politischen Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen unterstützen. Und damit würde nämlich erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass nach Jahren zäher Arbeit wir endlich bei der Umsetzung der Resolution 2254 der Vereinten Nationen weiterkommen, im Übrigen einer Resolution, die ganz maßgeblich von uns mit auf den Weg gebracht worden ist. Der zweite Ansatz, um den es jetzt gehen wird, ist, das ist der internationale Ansatz, das bleibt die Anti-IS-Koalition. Denn eines hat sich im Chaos in Nordostsyrien in den vergangenen Tagen doch deutlich gezeigt: Das Terrorregime des IS ist nicht vollständig besiegt. Und es nutzt auch jetzt schon jede Uneinigkeit, jedes Machtvakuum sofort zu seinen Gunsten aus. In Syrien sind IS-Anhänger aus Kams und aus Gefängnissen entkommen. Die irakische Regierung hat mittlerweile große Sorge, weil erste IS-Kämpfer bereits in den Irak zurückgekehrt sind. Und in den Online-Netzwerken feiert der IS schon wieder seine Auferstehung. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine weitere Frage oder Bemerkung der Kollegin Katja Keul? Ich würde das jetzt. Frau Keul, Entschuldigung. Natürlich, Frau Keul. Also während das Mikrofon jetzt noch anspringt, ich erkläre hier gleich noch mal, ich lasse auch während der Rede des Bundesministers nicht noch eine weitere Frage zu, und ich lasse Fragen immer dann zu, wenn derjenige oder diejenige nicht schon im Plenum geredet hat oder noch reden wird. Das nur für alle noch einmal, da es heute wieder mal Fragen gab, wie die einzelnen Präsidentinnen und Präsidenten das handhaben. Das werden wir alle genauso im Laufe des Tages machen. So, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Minister, sehr freundlich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich hatte bisher in Ihrer Rede jetzt noch das Wort völkerrechtswidrig vermisst in dem Zusammenhang mit dem Einmarsch der Türkei. Und wir hatten darüber ja schon vor anderthalb Jahren den ein oder anderen Schlagabtausch hier im Plenum, als die Türkei in Afrin eingemarschiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass Sie damals gesagt haben, ja, man muss das jetzt mal beobachten, wie lange das dauert. Vielleicht ist das dann auch irgendwann völkerrechtswidrig. Also jetzt in Afrin ist die Situation jetzt schon anderthalb Jahre länger, ein Dreivierteljahr. Würden Sie jetzt sagen, der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien ist völkerrechtswidrig? Sehr geehrte Frau Keul, das habe ich sogar schon gesagt. Wir haben darauf hingewiesen, dass es
für die Militäroffensive der Türkei in Nordostsyrien keine völkerrechtliche Legitimation gibt und daraus auch die Konsequenz gezogen, da dieser Einmarsch in Nordostsyrien nicht mit dem Völkerrecht im Einklang steht, dass für uns auch vollkommen klar ist, dass die Türkei mit den Truppen, mit denen sie dort eingezogen ist, auch wieder herausgehen muss. Meine Damen und Herren, beim Kampf gegen den IS, und genau darum geht es bei dem Mandat, das wir heute verlängern, dabei sind drei Dinge entscheidend. Ohne ein genaues Bild davon, wo sich der IS am Boden aufhält und wo er wieder erstarkt, werden wir die bisherigen Erfolge im Kampf gegen den IS nicht sichern können. Und daher ist es gerade jetzt ganz besonders wichtig, die Luftaufklärung bis Ende März nächsten Jahres weiterzuführen und sie dann in andere Hände zu übergeben. Zweitens, wir müssen alles dafür tun, dass der IS nicht erneut im Irak Fuß fasst. Das Land hat nach dem Ende der IS-Terrorherrschaft große Fortschritte erzielt. Und davon kann sich vor Ort jeder überzeugen. Und der Irak spielt mittlerweile auch eine sehr, sehr ausgleichende Rolle bei allen Konflikten in der Region. Millionen Flüchtlinge konnten zurückkehren. Und das wollen wir auch in anderen Regionen ermöglichen. Und unsere zivile Unterstützung im Irak hatte daran einen ganz besonderen Anteil, aber genauso auch der Aufbau von Fähigkeiten der irakischen Streitkräfte. Und dieser Aufbau muss weitergehen. Und drittens, auch das muss gesagt werden, unser militärischer Beitrag und der Einsatz der Anti-IS-Koalition schaffen oft erst die Grundlage für das zivile Engagement, in dem wir uns dort engagieren. Humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Versöhnung, all das braucht ein Mindestmaß an Sicherheit. Und bedauerlicherweise ist die Lage dort so, dass dies auch militärische Sicherheit sein muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Tagen über das IKRK, das Welternährungsprogramm und den UNHCR geholfen, die 170.000 Vertriebenen in Nordsyrien so gut es geht zu versorgen. Und sollte die humanitäre Notlage anhalten, dann müssen wir auch bereit sein, weiterhin Unterstützung zu leisten und vielleicht noch mehr, als uns zurzeit zur Verfügung steht. Und meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Auch für diese Menschen wäre viel erreicht, wenn wir die Gefahr des IS ein für alle Mal bannen könnten. Denn die Menschen in Syrien und dem Irak fürchten kaum etwas so sehr wie eine erneute IS-Terrorherrschaft. Aber, und auch das gehört in diese Debatte, aber auch für unsere Sicherheit in Europa bleibt der IS eine Bedrohung. Und deshalb ist die Verlängerung dieses Mandates in unserem ureigenen Interesse. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Gerold Otten für die AfD-Fraktion.